Wo finden Leute, wir denn? kommt zusammen! Ich stehe irgendwo. Dort. Also ich laufe hier wirklich nur im Staub. Ich. Ja, dann kommt mit einer reichlich verstaubten Ausgabe von der Orden der Kraft im Spiegel der Zeit aus der Bibliothek geheilt. Was gibt's denn? Wir sollten uns vielleicht nicht verlaufen in diesem großen Gebäude. Muss würde ich es nicht bezeichnen. Wieso denn groß? Nun ja, angemessen. Bis jetzt für uns. Niedlich. Ach, hier werden schon keine Frostgeister sein. Es muss noch etwas, nun ja, aufgeräumt werden, gekehrt werden und hergerichtet werden. Nicht wahr? Das stimmt schon. Vielleicht sollte ich mir endlich einen eigenen Akkuduten besorgen. Nun, es ist auf jeden Fall angemessener, als bei Prozens unterm Dach zu leben. Das ist wohl wahr. Es war zu seiner Zeit angemessen, aber nun ja. Für euch vielleicht. Also, wie entscheiden wir das mit den Zimmern? Machen wir das damals wie in der Landfahrt? Wer als letztes noch steht, darf als erster aussuchen? Nein. Wir machen das natürlich so wie in Kunshorn. Ich denke... Funktioniert das da? Dieses Haus benötigt noch einige Umbauten. Ich denke, die Zimmer sollten dann für alle angemessen sein, von der Größe her. Was stellt ihr euch denn vor unter Umbauten? Wir hatten das Geld dafür. Hier eine Wand einreißen, da eine neue Wand einziehen. Wenn ihr das gerne bezahlen wollt, gerne. Naja, das ist schnell gemacht. Seht ihr? Deswegen erstmal mit Zwergen befreundet. Ich mag euch hier schon jetzt. Voltax, nehmen wir die Zimmer unten im Keller? Ja, die sehen vernünftig aus. Ausblick auf die neue Residenz brauchen wir sowieso nicht. Nee, da sehen wir sowieso noch diese schwarzen Steine runter. Ja, die wird in 100 Jahren auch noch so aussehen. Das sage ich dir aber. Also sehr ganz schön pessimistisch. Naja. 50 Jahre. Mittelreich ist zwar langsam, aber nicht so langsam. Also wir ziehen in den Keller. Irgendjemand, der sich darauf schleiden will? Nein. Ich nehme im ersten Geschock das große Zimmer. Also ihr wohl nicht glaubt, dass ihr dieses große Zimmer alleine bekommt. Ich habe zuerst angesagt, es ist meins. Wir sollten uns um die Verteilung der Zimmer nach dem Umbau kümmern. Aber nee, ich weiß nicht, wann du diesen Umbau hier durchziehen möchtest, aber ich brauche jetzt einen Schlafplatz und nicht in 17 Jahren. Vor allem mal etwas konkreter als hier eine Wand einreißen, da eine Wand einziehen. Wo denn? Wenn ihr mir den kompletten Bauplan bis morgen einreichen könnt, dann ist das genehmigt. Ansonsten nein. Was heißt genehmigt? Seid ihr jetzt der Hausherr oder was? Naja, ich habe euch die Tür geöffnet, also bin ich der Hausherr. Also sieht man, hier drüben kommt auf jeden Fall die Praia-Statue hin, ja? Das wird aber seltsam, wenn die Chor-Statue direkt gegenüber steht. Praia-Statue natürlich. Wieso würfelt ihr nicht einfach drum? Und wer die höchste oder die niedrigste Zahl hat, der darf sich jetzt erst aus dem Zimmer aussuchen. Aber das hat viel weniger mit Gewalt zu tun als mein Vorschlag. Wir brauchen Schutzeinrichtungen gegen Schnee, Eis und Frostgeister. Ich sage es euch. Bringen nichts als Unheil. Ich bin auch dafür, dass wir magische Wesen aus dem Haus fernhalten. Vor allem die Biergeister müssen weg. Kannst du da was gegen tun, Beutax? Die Biergeister? Aber das sind doch gute Geister. Was ist mit Weingeistern? Gibt es Bierelementare? Vielleicht. Ich meine, warum nicht? Jedenfalls, wenn ich auch nur ein einziges schweres Geschütz auf dem Dach finde, fliegt ihr alle raus. Also zwei. Also ihr wollt euch nicht gegen den eventuellen Vorstoß feindlicher Truppen in der eigenen Villa verschanzen, wenn nötig? Das ist ein... Nun, wenn wir Geschütztürme haben wollen, dann müssen sie natürlich am Eingang stehen. Also ich gehe mal davon aus, dass das Geschenk von Lurif ausreichend ist für uns Helden, ja? Was habt ihr eigentlich gemacht, dass ihr diese Wetter verdient habt? Hält Ignar seine Hände in die Hüften und guckt euch böse an. Du siehst diesen ganz großen Berg da draußen? Ja. Das waren wir. Also, ihr habt die Stadt kaputt gemacht. Nein, wir haben die fliegende Stadt vom Himmel geholt. Ich habe euch nicht einmal an der Rotze stehen sehen. Wir waren ja auch drinnen. Als ob man so eine Stadt von innen einstürzen lassen kann. Das ist ja völlig Unfug. Aber natürlich kann man das. Wie soll denn da drin Katapult funktionieren? Dieses vielleicht eine Geschichte, die vielleicht später erörtert werden soll. Ich habe euch doch von der Dämonenarche erzählt, wie die ein Herz hat. Und wenn man das umbringt, stirbt das ganze Ding. Also ähnlich war das hier. Das ist ein Punkt.
Ich kann Boltax verstehen, dass er keine Lust hat, aus dem Meer zu fahren. Nee, das ist doch alles. Was ist Jacke, nichts Schöneres Hose, als Schiffe mit Herzen. Als ob. Ah, der Wind in den Segeln. Aber hier, immer hier nach Badekammer. Die haben Kekse. Die sind doch uralt. Jahre alt, was ist falsch mit euch? Oh mein Gott, da ist Schimmel in eurem Mundwinkel. Das Wort, nach dem du suchst, ist, die sind knusprig. Ja, ja, beißt sich da gerade an so einer Panzerplatte halb die, jetzt halt die Zähne aus. Ich habe auf der Straße gelebt und selbst ich finde das eklig. Ihr müsst nicht alles, was ihr seht, in den Mund nehmen oder in die Hand nehmen. Also wirklich. Schau mal schuldig zu Kiaras rüber. Ich gebe ihm Daumen nach oben. Ich meine, wenn ihr so schlecht finanziell dasteht, dann hättet ihr doch nur was sagen müssen. Was ihr nicht glaubt, was ich als Knappe manchmal essen musste. Ich hoffe, keine schimmeligen Kekse. Einmal monatelang auf hoher See ist, dann hat man auch manchmal keine Wahl. Freunde, ihr wisst ja, dass ich Handwerker bin, also irgendwas kann ich auch. Wenn ich was gelernt habe, dann Mauern einziehen. Er hat mir Albrecht persönlich beigebracht. Wenn ich also irgendwas umgestalten soll, irgendwie neue Wände einziehen oder so, ich mache euch das, aber... Ja. Was machen wir als nächstes? Jetzt, wo uns das gehört. Und nicht. Sauber machen. Ja. Haushalt organisieren. Abel mir putzt und der Rest von uns kontrolliert Abel mir beim Putzen. Wo geht das nicht? Blöcke. Ich kontrolliere euch beim Putzen. Ich glaube nicht, dass wir Abel mir putzen lassen wollen. Wir wollen ja nicht, dass hier alles kaputt geht. Diese Steine, die ihr vom Himmel geholt habt, müssen weg. Das sollte. Na klar, wir sollten eine Karre organisieren. Ich fürchte, wir brauchen mir jetzt eine Karre. Und ich habe mich gerade eben im Garten umgesehen. Abgesehen von den hässlichen Bardo-Statuen stehen hier nicht so viele Steine rum, die wir loswerden müssen. Wir scheinen Glück gehabt zu haben. Aber wo wir gerade von Pflichten reden, mussten wir nicht noch zur Stadt des Lichts oder so? Ich wo wird denn war da? Dort. Wollte eigentlich den Rat des Lichts über die Geschehnisse informieren. Es scheint so, als sei ich nicht gut gelitten im Moment. Deswegen habe ich in dreifacher Ausführung schriftlich Bericht erstattet. Ah, wann dieser ja, deswegen wollen wir da doch nicht hin. Wir wollen doch wegen diesem... Ah genau, wegen diesem Rondrianer, um ihn zu verbrennen und so. Welche Fragen wollt ihr ihn denn stellen? Ja, keine. Hat er vollkommen recht, wir sollten ihn verbrennen. Nun, wir werden ihm natürlich ein paar Fragen stellen, dass er sich dann als Ketzer herausstellt und wir ihn legitim richten können. Dies ist eine Sache, derer sich die Inquisition annehmen kann. Und wir sollten im Pentagon-Tempel nachfragen nach dieser geweihten Millenar. Vielleicht hätten wir das machen sollen, bevor wir den gesamten Weg hier rausgegangen sind. Nun ja, jeder Gang macht schlank. Und Jarlan hat etwas zugelegt in letzter Zeit. Ich muss euch doch wohl auch aufgefallen, die vielen Kekse. Wenn Hafax ihr habhaft werden will, dann wäre es in der Tat vielleicht nicht von Nachteil, die Sündekirche darüber zu informieren. Er wird sicherlich nicht darauf warten, dass wir sie freiwillig herausgeben, sondern weitere Maßnahmen ergreifen. Ich halte das Ganze immer noch für eine Finte. Das denke ich auch. Ich denke, er versucht uns von irgendetwas in Wahrheit abzulenken. Ja, das sieht sehr nach Hafax aus. Andererseits, ich denke, die einzige Gelegenheit, die wir haben werden, dahinter zu steigen, wird es wohl sein, erstmal nach dieser Millenar zu forschen. Wir brauchen mehr Informationen. Auf dem Weg können wir gleich noch nachgucken, was in Ormlis vorgeht. Wo liegt Bahnbrück eigentlich? Gucken wir auf der Karte nach. Dort liegt aber eine Karte, nicht wahr? In der Bibliothek? Schauen wir da einmal nach. Ja, tun wir das. Ja, aber das sieht alles sehr verstaubt aus. Ich erkenne hier nichts. Ihr werdet auf alle Fälle viele verschiedene Karten finden. Ich bekomme trotzdem eine Geografieprobe von euch. Die Qualität der Karte würde euch das Ganze um -3 erleichtern. Wenn man jetzt nicht so direkt Geografie besitzt. Naja, Land sucht irgendwo im Horasreich. Aber kann ableiten, +7. Wird natürlich nicht genau da. Ja, während du noch suchst und dich ein bisschen am Kopf kratzt, kannst du sehen, wie Kieras auf der Karte auf einen Punkt deutet. Da drüben, sicher. Das ist ja... Sieht mir nach Torwall aus. Nee, ich glaube, da ist... Hier, wie heißt das? Aranya? Torwall ist dort drüben. Da oben? Moment, genau. Hier ist doch Kontjon.
Nein, es ist hier, direkt südlich von Zorgan. Zorgan war in Aranien. Zorgan ist die Hauptstadt von Aranien. Ich dachte, es wäre Barburin. Klingt erstmal so ganz richtig. Barburin ist die Stadt, wo sie ihre Krieger ausbilden. Ah. Ach gut, da war der heilige Leo mal her. Ja, ich hatte mal das Privileg, einige Kriegerinnen von dort zu treffen. Ah, sehr hübsch. Also, wo ist dieses Kackdorf? Ist hier, wie sagte Karina noch. Das ist weit weg. Das ist ja mal verdammt weit weg. Moment, hier, Gareth ist der große Stern in der Mitte. Ich würde schätzen, mindestens 2 Wochen Ritt. Ja, wenn wir Abel mir so lange putzen lassen, dann sollten wir, wenn wir in 4 Wochen wieder da sind, ist die Villa auf Vordermann. Ich will nicht hier putzen. Ich bin auch hier eure Putzfrau. Dann nicht. Wollt's nur vorgeschlagen haben. Ich denke, ein paar Angestellte können wir uns schon leisten. Und wir werden einen Empfangsdiener brauchen. Und einen Stallburschen. Ja, Geras ist gerade dabei, mit so einem kleinen Zirkel und mit einem Lineal da Sachen zu vermessen und guckt da mit Zirkel und Zirkel rum und rechnet dann kurz ein bisschen im Kopf, macht sich ein paar Notizen mit einem kleinen Bleistift, der daneben liegt. Ich dachte, das ist für die See. Was sind das für Instrumente, Kiaras? Die benutzt doch immer der Steuermann. Das ja, sie sind für die Kartografie da. Ach, das geht auch auf Land. Aber natürlich. Oh, was ihr nicht so alles könnt. Also, das ist das, was ich überwiegend studiert habe. Ich war Navigationsoffizier in meiner Ausbildung. Oh. Und was glaubt ihr, was sagen euch eure... Wie heißt das? Instrumente? Wie lange brauchen wir? Nun, so lange brauchen wir gar nicht, wie es aussieht. Wenn wir den Weg von Gareth über die Hauptstraße nach Pericum nehmen, das sind knapp, plus minus 250 Meilen. Nein, 350. Wir sollten uns von Pericum vielleicht fernhalten. Ihr wisst noch, was das letzte Mal passiert ist? Ich glaube, da liegt noch hängt noch ein Steckbrief aus. Ihr seid gesucht? Aha. Das Kopfgeld auf uns liegt bei weniger als 600 Dukaten. Ich versichere euch. Also auf allen von uns. Wen betrifft das genau, bitte? Und wofür sind 600 Dukaten auf euch ausgesetzt? Das ist ja... Wir sollten uns mehr um die Schrecke kümmern, nicht um das ist ja mehr Mord, als man in einem Jahr durchführen kann. Etwa eine Woche bis nach Pericum. Mit Pferd sollte es leicht sein. Und dann einen Tag von Pericum mit dem Schiff nach Zorgan. Wir können nicht von Pericum mit dem Schiff fahren. Genau, vollkommen richtig. Ich dachte, ist das nicht diese verfluchte See da oben, wo alles kaputt geht und nur Piraten unterwegs sind und böse Schiffe, Dämonen? Damit werden wir fertig, aber wir können nicht von Pericum aus mit dem Schiff fahren. Wir sollten uns auf den Landweg bemühen. Ich bin auch für den Landweg. Ja, möchtet ihr uns noch einen Grund nennen? Oder warum 600 Dukaten auf euch ausgesetzt sind? Was habt ihr denn da gemacht? Dann wird die Reisezeit leider wahrscheinlich verdoppelt, wenn wir nicht den Seeweg nehmen. Wie wäre es, wenn diejenigen, auf die das Kopfgeld ausgesetzt ist, einfach hier bleiben und sauber machen? Und euch alleine Hafax abstechen lassen, das hättet ihr gerne. Genau. Wie wäre es, wenn mir erstmal erleuchtet, warum hier 600 Dukaten Kopfgeld auf euch ausgesetzt sind? Und wir hatten eine gewisse Schwierigkeit mit der Admiralität in Pericum. Was habt ihr gemacht? Sie abgestochen? Welche Schwierigkeit ist 600 Dukaten? Wir lagen mit unseren Meinungen unterschiedlich, könnte man sagen. Nun seht ihr, da war diese Dämonenarche. Und dann war da noch Rudern von Mendena und ein Piratengefängnis. Und Abelmir hatte die nicht einen ganzen Raum voller Wachen bestochen. Bestochen hört sich so verbrecherisch an. Ja. Überredet. Nennen wir es überreden. Sagen wir jedenfalls, dass seine Erlaucht Trondvik von Bringelsaum ein gewisses Interesse hatte, dass wir nicht dort versauern. Ah. Ja. Und deswegen seid ihr aus dem Gefängnis getürmt. Wir mussten türmen. Der werte Admiral wollte unser Schiff klauen und hat uns deswegen eingesperrt. Nicht, dass ich unser Schiff hätte klauen lassen, aber das ist eine andere Geschichte. Dann nehmen wir jetzt also den Landweg, weil ihr euer Schiff nicht abgeben wolltet. Okay, können wir machen. Beim Thema Schiff. Was ist eigentlich aus der Okurin geworden? Müsste in Kunschum liegen, nicht wahr?
Kuri, das war doch dieses ein. Das habe ich noch nie gesehen. Wir haben in Kunshum haben wir zwei Schiffe. Die Feuerjin und die Hammerhai. War die Hammerhai noch? Ach, das war dieses Geborgene, nicht wahr? Genau, dieses neu angeeignete. Ja, ihr habt euch um die Instandsetzung gekümmert. Natürlich. Wie geht es eigentlich auch auf Bekannten? Ich komme nicht mehr auf ihren Namen. Sag mal, Boltax, können wir nicht mit irgendwelchen Loren fahren? Dann müssen doch die brillanzwergischen Brüder irgendwo rumsitzen. Das stimmt natürlich, aber durch den Rastschutzwald durch. Schwierig. Gerade wobei, mit den Großlingen, die stoßen sich ja die ganze Zeit den Kopf. Ja. Aber gerade in Aranien könnten wir doch mit der Quadriga einreiten. Ich wollte doch nicht wirklich durch den Rastschutzwald gehen. Mit unterirdischen Loren fahren, das ist ein großer Spaß. Ja. Kommen wir nochmal am Schlund vorbei, ist ein riesiger Vulkan. Ja. Das ist sehenswert. Aber sag mal, sind die denn auch groß genug für uns? Naja, wie nennt ihr uns immer? Große Länge? Naja, ihr müsst ein bisschen den Kopf einziehen. Moment, wir kommen an einem Vulkan vorbei dann? Am Schlund, ja. Vulkan? Dann könnten wir einige Sachen, die wir dringend loswerden müssen, da hineinschmeißen. Das ist ein Angorsch-Heiligtum. Und da wir haben unheilige Artefakte, die vernichtet werden müssen. Und in der Tat war Albrax der Meinung, dass der Schlund wohl unsere beste Möglichkeit sei, um den... Und ihr wisst schon, was loszuwerden. Ihr wollt doch nicht wirklich mit diesen Sachen quer durch Garethien wandern. Wie wollt ihr die sonst dahin sagen? Was meint ihr denn mit Sachen? Ihr redet die ganze Zeit, dass irgendwann eingeschmolzen werden muss. Jetzt sagt doch mal was. Ich meine, wir sind vertrauenswürdige Helden, wir beiden, Boltax und ich. Erzählt doch mal, was ihr einschmelzen wollt. Der Splitter der Dämonenkrone. Welcher dort oben auf der fliegenden Festung war. Der muss verwahrt oder vernichtet werden. Und Albrax hatte uns gesagt, dass der Schlund dafür geeignet wäre. Und was die Verwahrung von gefährlichen Artefakten angeht, bin ich im Moment nicht gar so sehr vertrauenswürdig aufgelegt. Außerdem gibt es in diesem Berg noch weitere dämonische Artefakte, die dringender Vernichtung benötigen. In der Tat, was sagt ihr denn noch alles lag da drin, Isarun? Dieser Zauberstab von... Von dem Sphärenschänder. Noch andere dämonische Artefakte. Nun ja, nicht alle müssen vernichtet werden. Doch. Das wird er wohl doch einsehen. Naja, wenn sie nicht vernichtet werden können, dann müssen sie natürlich verwahrt werden. Aber alles, was vernichtet werden kann, wird selbstverständlich vernichtet. Gegner tippt sich gerade auf seine große Nase. Aber mir, ich weiß, was er vorhat. Ich habe gar nichts vor. Ich bin nur dafür, dass wir gewisse Hilfsmittel doch gebrauchen könnten. Kampf gegen die Heptarchien. Aber mir steht ja schon mit einem Bein im Pakt. Nein, wie könnt ihr sowas behaupten? Richtig, das ist schon das zweite Bein, Isarun. Mit einem Bein, also wirklich. Wir haben uns auch die Dämonenarche angeeignet. Und wir wissen ja, wie das alles ausging. Adeptus Gorbas hatte schon recht. Ihr lauft wirklich jedem Rock und jedem Dämon hinterher. Das ist eine Unverschämtheit. Also, aber nicht mir, die kleinen Mädchen zu vergessen. Ich hab neulich auf dem Weg, als wir vor ein paar Augenblicken hier reingekommen sind, habe ich noch gesehen, wie Magister Iolaos an mir vorbeilief. Und der hat ja auch irgendwas geredet davon, dass ihr jetzt in der Schwarzen Gilde seid. Ach, das sind Gerüchte. Hat Iolaos auch gesagt. Ich höre das aus immer mehr Quellen, muss ich sagen. Gerüchte. Nicht sagen wir mal so, Abelmir ist nicht derjenige, der damals paktiert hat. Genau. Und das ist jetzt inwiefern eine Verteidigung? So, nichtsdestotrotz, die Sachen müssen vernichtet werden. Da habt ihr recht, aber haben wir dafür Zeit? Weil wir müssten ja eigentlich diese komische Gesindedame finden. Dann gucken wir, was auch immer Hafax wirklich von der will. Dann verhindern wir, was Hafax von der will. Und können wir uns nicht dann um diese Sachen kümmern? Und ich würde das allerdings tatsächlich bevorzugen, wenn wir nicht so nah an Perikum durch müssen. Ja, wie wollt ihr das sonst machen? So würde ich den Rastschutzwall laufen? Wie viele Wochen wollt ihr denn unterwegs sein? So wie ich unsere vertikal herausgeforderten Kameraden verstehe, ist das der Plan. Wisst ihr, wie hoch der Rastschutzwall ist? Ich wollte noch drunter durchfahren, dachte ich. Ja, wie gut das Lorennetzwerk. Wie gut das gerade Krieg ist und wir uns einfach aussuchen können, was wir benutzen. Ja. Sagt einmal, von was werden diese Loren eigentlich gezogen? Also, ich stelle mir die so ein bisschen wie Kutschen vor. Nein, Schwerkraft. Geht immer abwärts. Was ist? Jemand abschüssig. Erdkraft? Abschüssig, einmal abschüssiger. Ja. Wir buddeln einfach immer den Gang runter
Und dann setzt ihr euch da rein und dann irgendwann ist Stopp. Ist eine Heidenfahrt. Seid ja, aber wie kommen wir denn dann da drunter durch? Wir müssen doch irgendwann wieder an die Oberfläche. Treppen. Viele, viele Treppen. Aber ja, wenn wir durch den gesamten Raststurzwall fahren, wie viel Treppen soll ich denn da laufen? Ach, beschwert euch nicht. Schaut mal meine kurzen Beine an. Hm, ja, wie hoch ist denn die Treppe? Kann ich da überhaupt diese Treppe hochlaufen oder muss ich die hochkriechen? Naja, also wir haben schon in den Stockwerken einige Räume eingezogen. Also so, wir werden da sicherlich 3 Tage lang die Treppen hochsteigen müssen. Aber wie ja, gesagt... Ist doch viel schneller, wenn wir reiten, oder nicht? Und wenn wir reiten, sind wir 2 Wochen unterwegs. Außer wir nehmen das Schiff, dann sind wir nur 1 Woche unterwegs. Wir werden nicht das Schiff nehmen. Habt ihr Angst? Ihr seid doch jetzt so ein Mannstrahler, oder nicht? Wir wollen immerhin rechtzeitig zu einer Schlacht kommen. Das wird Rudern von Mendena nicht aufhalten. Ich denke, jetzt sind wir schneller. Hattet ihr mir nicht auf dem Rückweg erklärt, also als wir von Yol'Gurmak wieder zurück nach Jarl gegangen sind mit dieser Verräterin, hattet ihr doch erzählt, dass ihr jetzt in den Bandstrahlerorden eintreten wollt, weil ihr böse Dinge getan habt. Andere Dinge, Ignar. Andere Dinge. Und jetzt habt ihr Angst vor einer Stadt. Das ist ja ganz schön mutig. Wir müssen ja nicht direkt nach Perikum, wir können uns ja dann südlich halten, wenn ich wir... kann diese Vorbehalte gegenüber dem Schiff durchaus verstehen. Ja, aber das ist nur, weil ihr ein Zwerg seid. Alle wissen doch, dass Zwerge immer schwerer werden, je länger sie auf See sind. Deswegen muss doch... Ja, und wollt ihr euch in Gefahr begeben, weil ich auf dem Schiff bin? Ich glaube deswegen nicht. Ich habe ein Leben auf einem Schiff, das ist wirklich kein Problem. Und ich hatte auch bereits einmal einen Zwerg in meiner Mannschaft. Ihr wisst einfach nicht, was er tut. Sani mit seinem Kanonier muss auch regelmäßig anlegen, damit ihr nicht absaufen. Ich halte das für keine gute Idee. Ein Schiff. Ja, dann lass uns doch einfach rein. Das klingt doch am einfachsten. Und wenn wir sowieso durch Barburin kommen, könnten wir da auch mit der Quadriga einziehen. Was wollt ihr denn mit eurer blöden Quadriga jetzt schon wieder? Das ist doch dieser Rennwagen. Da passen wir doch gar nicht alle rein. Ist das nicht dieses Ding, was ihr aus Yol'Gurmak mitgebracht habt? Das ist ein Beutelstück. Damit wollt ihr nicht wirklich reisen, oder? Es ist ein Beutelstück. Wir haben alles Fragwürdige abgefeilt. So. Und wo steht Moment. Das Ding? Es herrscht gerade Krieg. Bei Frau Putzens, also meint ihr, das ist jetzt ein großer Haufen Schrott? Und wir könnten nachsehen. Ja, und dann graben wir erstmal 5 Tonnen Stein um, damit wir mit eurer blöden Quadriga wieder aus dem Twitter-Rhythmus kommen, oder was? Du meinst. Carino, sag doch auch mal was! Unglaublich auffällig wäre. Und ja, wir sollten reiten. Können alle von euch reiten? Natürlich, ich war in der Kavallerie. Ich bin Horasia, ich kann natürlich reiten. Moment, ich war in der Kavallerie. Ach, ja, natürlich. Oh. Raul von Gareth, 6. Schwadron. Oh, mein Großvater war da. Und vor 30 Jahren, aber trotzdem. Beeindruckend. Führt ihr denn immer das Schwert oder auch die Lanze? Nein, mit der Lanze natürlich nicht. Ich war ja Adjutantin von der Wustin. Also Hauptfrau damals noch. Und ich denke, wir können uns glücklich schätzen, dass wir die Pferde damals im Rajan-Tempel untergestellt haben. Carino bestand ja auf eine Untersuchung. Ja, natürlich mussten sie untersucht werden und zum Glück wurde nichts gefunden. Gute Pferde. Ja gut, dann haben wir das jetzt ja erledigt. Wir reiten dahin. Top, ja, mal geklärt. Dir. Jetzt muss nur noch irgendwer diese Alte wiederfinden. Entschuldigung, die Sindedame finden. Die Geweihte. Die Geweihte, aber mir bitte. Ihre Gnaden. Also, wissen wir jetzt schon, dass das eine Frau ist? Nein, wir wissen gar nichts. Deswegen sagte ich, wir sollten zuerst zum Pentagon-Tempel gehen und uns erkundigen. Ich dachte, das wäre eine Frau. Also, mir ist so, als ob ich schon mal von einer hiesigen Geweihten gehört hätte, die dort war. Aber ich meine, die müsste jetzt auch schon ziemlich alt sein. Also, wer weiß, ob es wirklich die ist, die gemeint ist. Wenn es etwas gibt, das Walner Hitzkog nicht weiß oder nicht herausfinden kann, dann gibt es das auch nicht. Wir sollten ihn fragen. Sehr richtig. Bist schon, dass wir dann jetzt wieder 4 Stunden irgendwie laufen dürfen durch diese blöde Stadt? Nun, wir sollten uns wirklich langsam Pferde besorgen, aber wir sollten als erstes, solange wir hier sind, zur Stadt des Lichts gehen und uns um diesen Rondra-Geweihten kümmern. Ich will nichts sagen, aber als das letzte Mal die Stadt des Lichts verlassen habe,
sind mir Blicke gefolgt, die nicht zu meiner persönlichen Begeisterung neigen. Ihr habt euch ein sehr intensives Wortgefecht mit Darius von Wulfen geliefert. Was glaubt ihr eigentlich? Dass er das besser wegstecken würde. Und mit meinen guten Namen habt ihr dabei noch mit in den Kakao gezogen. In den Dreck gezogen. Naja, da gehört nicht viel dazu, oder? Das wollt ihr doch mit dem Schwert in der Hand nochmal sagen. Nun ja, ihr habt euch selber in diese Lage gebracht. Wir tun was notwendig. Ihr habt euch unbedingt mit rosen Blüten beschmiert. Der Orden vom Bannstrahl ist nicht dafür da, um mit Bedacht oder Vorsicht vorzugehen. Er ist, wie der namensgebende Schwerter der Bannstrahl, dafür da, die Sünder zu strafen. Alter, ihr macht doch ständig irgendwelchen Blödsinn. Ich dachte, ihr seid da eingetreten, damit ihr jetzt gute Sachen macht. Und jetzt werdet ihr von euren eigenen Brüdern mit Schimpf und Schande weggejagt. Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit, Jalan? Genau, Jalan, was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Als euch damals, oder als uns damals Isarun festgenommen hat in Pereinefurten, da sagtet ihr noch zu mir ganz klein laut, oh, wenn ich hier wieder rauskomme, dann werde ich nur Gutes tun und war ja hier und da. Und jetzt stehen wir hier. Wir tun ja auch gut. Es ist die Wahl unserer Methoden bei manchen Leuten nicht gar so anerkannt. Und jetzt dürft ihr Irgendwas muss ich mir von zwei Ketzern nicht anhören. Ich gehe jetzt zum Ersinde-Tempel. Ihr wollt nicht in die Stadt, das rechts? Dahin halt! Ihr habt die mal festgenommen, Isarun? Warum weiß ich davon nichts? Das ist ja... Beim Rausgehen packe ich Chiara so im Handgelenk und schleife ihn mit. Ja, ich hab die auch mal festgenommen. Das wollte ich auch hören. Er ist ganz schön aufgebracht, oder? Ihr hört euch gar nichts an. Kommt jetzt! Was hat er denn nur? Na gut. Ich glaube, er kann mit persönlicher Kritik nicht so gut umgehen. Aber ja, ihr habt sie festgenommen. Erzählt mir mehr, Isarun. Das ist ja eine goldene Geschichte. Ja, Aha. Die kamen damals alle aus Yol'Gurmak und man weiß ja, dass man da ganz schnell dämonisch versucht wird und so. Deswegen mussten die natürlich überprüft werden. Die Herren Kollegen haben dann die ganze Gruppe gebeten, sich splitterfasernackt auszuziehen und dann wurden alle auf dem Mondmale untersucht und so. Na, und ich habe dann die Befragung durchgeführt. Was da für Geschichten bei rumkamen, also ich kann das natürlich nicht sagen, das ist Ordensgeheimnis, aber... Boltax, ihr müsstet euch mal die Hand ansehen von Jalan, wenn ihr die seht, hohoho. Hatte das eigentlich irgendwas mit Perikum zu tun? Da wurden die doch auch festgenommen, oder war das doch eine andere Geschichte? Das war eine andere Geschichte. Jetzt will ich aber doch einmal wissen, mit welchen Leuten ich eigentlich hier verkehre. Ja, seine Hand ist schwarz und das war's. Das passiert schon mal. Hat also, die falschen Sachen angefasst. Das und passiert irgendwie immer nur Jalan, aber das passiert schon mal. Aha. Und ja, jeder hat seine Vergangenheit. Selbst ihr. Ja. Mit 250 Jahren habt ihr bestimmt eine ganze Menge Vergangenheit. Ich bin nicht 250 Jahre alt, also... Nicht? Wie alt seid ihr denn, wenn man fragen darf? Sieht man mir meine Jugend nicht noch an? Naja, ihr seid jetzt nicht so faltig wie Abel mir, aber... Ich bin nicht faltig. Aber ich habe mein rosiges Antlitz immer noch bewahrt. Nun ja, es hat vielleicht einige, Brandnarben, aber... Das tut hier nicht zur Sache. Nun, also, es ist offensichtlich viel in der Vergangenheit passiert.